Am Mittwoch waren Fußballfans unterwegs, um in der Allianz Arena das Spiel des FC Bayern gegen Manchester City anzuschauen. Stattdessen fanden sie sich in einer U-Bahn wieder, die offenbar wegen eines technischen Defektes stehen geblieben war. In den überfüllten Waggons schmorten die Leute bei gefühlten 50 Grad langsam im eigenen Saft, bis es ihnen zu bunt wurde. Sie öffneten eigenmächtig über die Notknöpfe die Türen und verließen die Abteile. Einsatzkräfte mussten wegen der großen Hitze hinzugerufen werden. Zu Fuß machten sich die angenervten Fans über die Gleise auf in Richtung Stadion. Nach einem gut halbstündigen Fußmarsch konnten sie wenigstens noch die zweite Halbzeit anschauen.